Und der Rüdiger Lukassen für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, die Regierung hat vor 4 Wochen ein Dokument unterschrieben, das die ständige strukturierte Zusammenarbeit in der europäischen Verteidigungspolitik zementiert. Die geschäftsführende Bundesregierung will damit wieder einmal einen Weg gehen, der auch in anderen Fällen schon in der Sackgasse endete. Und das ist der Weg einer rücksichtslosen EU-Zentralisierungspolitik. Mit PESCO wollen Sie wieder einmal mehr unterschiedlichste nationale Organisationsformen in ein Brüsseler Korsett zwängen und hoffen dann, dass sich die Staaten Europas diesem Korsett anpassen. Der Brexit hat bewiesen, dass die erhoffte Integrationswirkung einer solchen Politik ausbleibt. Und jetzt wollen Sie diesen Kardinalfehler in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wiederholen. Die Verteidigungsministerin sagt es ganz offen: PESCO ist der Weg in Richtung Armee der Europäer. Der französische Präsident Macron erlichtert auf ähnlichen Pfaden wie Sie: gemeinsamer EU-Haushalt, gemeinsamer Finanzminister, Eurobonds. Derartige Zugeständnisse an Frankreich haben Sie den verbliebenen Realisten in der Union nicht zumuten können. Jetzt wollen Sie über den Weg der Sicherheitspolitik gehen, einem Bereich, in dem die CDU ja ohnehin schon fast das gesamte Tafelsilber verkauft hat. Aber wie verhält sich Deutschland eigentlich in einer EU-Armee, wenn Frankreich mal wieder seine Luftwaffe und seine Fremdenlegionäre einsetzt und einen putschenden Obristen in Westafrika stürzt oder stützt? Sind deutsche Soldaten dann zwangsläufig dabei? Liegt der Befehl dann bei einer Brüsseler Superbehörde? Was wird aus diesem Parlamentsvorbehalt? In diesem Hause fragen wir die Regierung und das Bundesministerium der Verteidigung. Sie wollen gemeinsame Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene etablieren und gleichzeitig den nationalen, den Parlamentsvorbehalt erhalten. Das ist eine Quadratur des Kreises. Das geht nicht. Und deshalb müssen die Menschen in Deutschland erfahren, wohin die Reise geht. Halten Sie sich endlich einmal an das, und das richtig an die Bundesministerin der Verteidigung, halten Sie sich endlich einmal an das, was Sie ständig ankündigen, und stoßen Sie eine breite öffentliche Debatte über das Ziel einer EU-Armee an. Sie wollen den Weg in Ihre Armee der Europäer weiter betonieren. Sie wollen unter anderem eine gemeinsame Offizierausbildung. In welcher Sprache soll die eigentlich stattfinden? Und viel wichtiger, nach welchem Leitbild? Nach französischem? Oder erwarten Sie, dass polnische Offizieranwärter künftig nach dem Prinzip der inneren Führung ausgebildet werden? Frau Ministerin von der Leyen, sei gesagt, Sie nennen PESCO einen weiteren Schritt in Richtung einer Armee der Europäer. An anderer Stelle sprechen Sie von einem wichtigen Schritt in Richtung einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion. Was ist es denn nun? Eine Armee? Eine Union? Und was ist der Unterschied zwischen der Verteidigungsunion und einer Verteidigungsallianz? Das haben wir nämlich schon seit über 60 Jahren. Und die heißt NATO. Gerade Sie, die Verteidigungsministerin, müsste eigentlich wissen, dass man Geld nur einmal ausgeben kann. Wenn Sie jetzt anfangen, europäische Parallelstrukturen aufzubauen, werden Sie den europäischen Pfeiler der NATO, und das sage ich auch dann vertretungsweise dem Staatssekretär Grübel, bevor er vollständig einschläft,
werden Sie den europäischen Pfeiler der NATO weiter schwächen. Das ist ein gefährlicher Weg. Wenn wir über diese europäische Armee sprechen, gerichtet an das Bundesministerium der Verteidigung, dann sprechen wir über die Beschneidung von Rechten dieses Parlaments und damit des deutschen Volkes. Das sind. Denken Sie in Ihre Redezeit, bitte. Das sind zwar gute Voraussetzungen für einen Schulterschluss mit Martin Schulz, der ja bis 2025 die Vereinigten Staaten von Europa will. Weil sie sich aber diesem Weg verschließt und die Parlamentsdebatte nicht zulässt und auch dem Antrag, den wir gestützt hatten, auf eine Sondersitzung nicht zugestimmt hat, sondern am Montag eigenmächtig entschieden hat, verweigern wir, die AfD, diesen Weg in die europäische Armee, weil er ein Irrweg ist. Denken Sie an Ihre Redezeit, sonst ziehe ich Ihren Kollegen ab. Und fordern auf, die Zustimmung zu PESCO unverzüglich zurückzunehmen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Yes. Nächster Redner in der Debatte.